dem Schiffsfriedhof südlich von hier erscheinen nachts die rastlosen Seelen verstorbener Piraten, um die Lebenden zu holen. Ich habe sie nach mir rufen hören. Das war ganz schön gruselig. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hatten sie für Piraten allerdings recht hübsche Stimmen. Am Schiffsfriedhof hörte ich, wie eine wunderschöne Stimme die mich in ihrem hypnotischen Gesang zu sich rief. Die klingt noch immer in meinen Ohren. Ich stemme mich gegen die Versuchung, ihr zu folgen. Halte dich vom Südstrand fern. Seit die Meeresströmung durch die Katastrophe verändert hat und der Leuchtturm nicht mehr funktioniert, laufen immer wieder Schiffe auf die Riffe und kentern. Der Schiffsfriedhof ist bald proppenvoll. Oh nein, okay, die 48 kommt auf jeden Fall. Die 48 kriege ich. Eigentlich jetzt bei 49 Schluss. Na, mal gucken. Steig ein. Ich lege gleich ab nach vier Hafen. Ah ne, hier brauche ich gar nicht hin. Ich muss dahin. Huch. Ich wollte gerade sagen. Hey. Ich bin ein bisschen zu weit gerannt. Ich muss dahin. Verführerische Gesänge auf dem Schiffsfriedhof. Da können die Monster, das könnten die Monster sein, die hier für Panik gesorgt haben. 48. Ich muss halt ja auch noch die Klassenquest mit einberechnen. Ich brauche bis zu 50. Das wird ganz, ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Drei. Ja, doch, drei müssen es sein. Töchchen, dieser Gesang, könnte das wirklich... Oh, du bist es, verzeih, ich habe mich geirrt. Aber gut, dass du gerade kommst. Mein Meister Mimidor ist mit der letzten Fähre angekommen und wartet am Fernleger auf dich. Offensichtlich hatte es nicht länger ausgehalten, tatlos im Bierhafen abzuwarten, bis er endlich die Restaurierungsarbeiten in Faustirus wieder aufnehmen kann. Er hat ausdrücklich nach der strammen Maid gefragt, die ihm versprochen hat, den Spuk aufzuklären. Das bist bestimmt du, nicht wahr? Dann sei doch bitte so gut und tu ihn am Fähranleger ab. Hallo Daria, hast du mich vermisst? Na, jetzt bin ich eher zur Stelle. Was hast du herausgefunden? Verführerischer Gesang am Schiffsfriedhof und am Strand wandeln Untote herum? Es weckt ungute Erinnerungen. Mit ähnlichem Phänomen hatte ich zu tun, als ich noch als Kanonier unter Kapitän Rauschebart, dem berüchtigten Piraten, gesegelt bin. Damals machten wir Jagd auf Sirenen, die mit ihrem Gesang ahnungslose Seeleute ins Meer locken oder in den Wahnsinn treiben. Doch damit nicht genug. Ihre Opfer bleiben auch über den Tod hinaus auf immer und ewig in ihrem Bann gefangen und finden keine Ruhe. Ich vermute ganz stark, dass wir es hier auf der Insel auch mit einer dieser legendären Sirenen zu tun haben. Mir war schon immer klar, dass Rauschebart bei seiner Jagd niemals alle Sirenen einfach stammen kann. Solange wir keinem ihrem Treiben ein Ende bereiten, können wir den Wiederaufbau von Pharaoh Sirius vergessen. Früher oder später werden die Untoten die gesamte Insel überrennen. Aber pass auf, du und ich, wir knöpfen uns diese Meeresbrot vor, aber nicht ohne eine kleine Geheimwaffe. Hier, ein paar Messingohrstöpsel. Damit bist du gegen ihren magischen Gesang geschützt. Los, auf zum Schiffsfriedhof. Die Sirene wird der Gesang bald im Halse stecken bleiben. Na, mal gucken. Geht gleich weiter. Also und wenn man einem immer noch was einfällt. So.
Servus. Ich habe ein Lagerfeuer vorbereitet. Das wird die Aufmerksamkeit der Sirenen erregen. Wenn sie sich dann neugierig nähert, schlagen wir zu. Ich muss auch unbedingt noch dran denken, dass ich meine Musikbox auflade. Muss ich nachher mal machen. Was für ein seltsamer Traum. Huch, hörst du das auch? Das ist ihr Gesang. Hi. Da ist sie, über dem Wasser. Mach dich bereit. Eigentlich ein echt hübsches Vieh. Sobald sie merkt, dass wir gegen ihren Gesang immun sind, wird sie ihre Untoten auf uns setzen. Ich hab dich gewarnt, den Rest überlasse ich dir. Ja, versuchst du mich mal hier betören. Die fallen um wie die Fliegen. Haben was? Haben wir. Gut.
Nicht schlecht, du hast die Wacker geschlagen. Nur schade, dass die Sängerin entkommen konnte. Ich glaube aber kaum, dass sie sich nach der Niederlage so schnell wieder blicken lassen wird. Und falls doch, können wir bis dahin Vorkehrungen treffen, die ihr das nächtliche Singen austreiben werden. Na dann, leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann gebe ich dir einen aus. Sehr schön. Das war also wirklich eine Sirene. Oh Gott. Wie konntest du dann ihrem Gesang widerstehen? Ah, verstehe. Mimidora war schon früher unter dem Kommando von Kapitän Rauschebart an der Jagd nach Sirenen beteiligt. Daher hat der alte Fuchs noch den ein oder anderen Trick auf Lager. Schade, dass die Sirene kommen konnte. Aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Sollte sie sich wieder blicken lassen, werden wir besser vorbereitet sein. Der Spuk hat also vorerst sein Ende und daher will ich auch mein Versprechen halten. Ich habe einen denaturierten Kristall für dich besorgt. Bitte sehr. Yay! Smile. Meine Gehilfen sind alle wieder zurück. Oh komm. Sollte gerade so auf jeden Fall passen, denke ich. Hoffe ich. Ah, willkommen zurück, Adaya. Du siehst gesund und munter aus. Haben dich nicht die Geister geholt? Nein. Oh, ein denaturierter Kristall. Zeig mal her. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Allerdings nicht ganz das, was du gesucht hast. Der Kristall enthält eine große Konzentration des Elementes Feuer. Wie dir jeder, der sich mit Elementarlehre auskennt, bestätigen wird, kannst du damit nichts gegen den Wind ausrichten. Da fürchte ich, du wirst nach einem anderen denaturierten Kristall suchen müssen. Den Kristall werde ich ein paar Dieselns Gelehrten schicken, damit er für Forschungszwecke verwendet werden kann. Zeitgeschwindigkeit erhöht, oh Gott sei Dank. Willst du deine Suche nach dem passenden denaturierten Kristall fortsetzen? Dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Hier kommt die gute Nachricht. Ich weiß genau, wo du suchen musst. Mein Kollege Hedin, ebenfalls ein Meisterschüler von Professor Lombator, hat dir von einer interessanten Beobachtung berichtet, die dich auf die richtige Spur bringen wird. Und nun die schlechte Nachricht. Das bedeutet leider, dass wir uns voneinander verabschieden müssen. Was mir wirklich leid tut. Es war nett mit dir. Aber lass dich von mir nicht aufhalten. Dein Weg führt dich nach Alt-Kedania, wo dir Hedin persönlich von seinen Beobachtungen erzählen wird. Gute Reise und hoffentlich bis bald. So. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, welche Klasse wir jetzt nächstes auf 50 ziehen. Wir haben halt den Krieger, den Ninja, den Beschwörer bzw. Gelehrten. Mit dem wir anfangen könnten. Ich gehe einmal kurz zum Markt. Kann ich auch einmal zu Fuß gehen. Weiß es halt nicht. Also den Beschwörer will ich, glaube ich, als letztes machen. Bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht machen wir als nächstes den Schurken. Spinel. Achso, war jetzt gerade doof. So. Ah, das reicht wieder nicht für alle. So, das ist die letzte, die ich noch auf Reise schicken kann. Gesehen von ihr wahrscheinlich. Bei ihm.
Eschenholzscheit. Beauftragen. Den letzten kann ich leider nicht losschicken. Brauche ich leider Dinge für. Ich weiß, ich muss noch da hinten. Ich will aber einmal noch mal was nachgucken. Wenn ich gerade schon mal hier in der Nähe bin. Ich hoffe, ich mir da hinten noch was holen kann. Okay. 6 habe ich. Aufziehanführer. Mini-Odin. Und Mini-Lichtkrieger. Braucht er noch so viel von. Der Begleiter. So. Bitte nicht wieder das Zeigerhändchen. Ach, das Schiff. Okay. Hallöchen. Sehr gegrüßt, ich bin Helin, ein Schüler von Professor Lambaton. Du bist halt der Eisschätze, richtig? Ich habe gehört, dass du einen denaturierten Kristall suchst, der dir gegen das Element Wind hilft. Nun, da kann ich dir wohl weiterhelfen. Bei aller Bescheidenheit kann ich doch behaupten, mich in diesem Metier auszukennen, da ich seit geraumer Zeit diese seltenen Kristalle in Gridania erforsche. Ein Kristall mit der von dir geforderten Eigenschaft vermute ich im Besitz eines besonders gefährlichen, gefräßigen Springers namens Gigiti. Ein großes Kristallvorkommen befand sich im Kohlenwald, dahinter der Weißwolfpforte beginnt. Doch Gigiti hat beinahe alle Kristalle aufgefressen. Die Kristalle, die bislang unverspeist blieben, schleppt der Springer konsequent mit sich herum. Doch er ist nicht nur gerissen, sondern auch außergewöhnlich stark. Alle Versuche, ihm die Kristalle wieder zu entreißen, schlugen dementsprechend fehl. Doch ein Ansatz fehlt mir ein, Gigiti das Handwerk zu legen. Er frisst sich lieber als seltenes Gestein. Einem Treuherz wird er nicht widerstehen können, da bin ich mir sicher. Zu mehr als Schmuck ist dieser Edelstein nicht zu gebrauchen, aber er ist ungemein selten. Genau das Richtige für dein Unterfangen also. Du musst das Treuherz nur in seinem Nest auslegen und ihm zeigen, was eine Hake ist. Sobald er sich blicken lässt, dann ist der Kristall dein. Also einmal zur... Achso, die Pforte habe ich ja noch gar nicht freigeschaltet. Okay. Dann... Nein. Dann... Tiefer Wald. Ich hätte die Pforte ja so aufmachen können, aber... Nein.
Servus, ihr kleinen Springern. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, komm schon. Ich renne ja schon. Ich muss tatsächlich zu Fuß rennen hier. Oh Gott, nicht wieder runter. Nein. Jetzt. So, und jetzt vorbei? Nein. Ich kann einmal gucken, ob ich noch ein paar Sachen loswerden kann. Ich glaube zwar nicht. Na, mal schauen. Na, ein bisschen. Aua. Alter. Danke für die 15 Bits. Für den Schock meines Lebens gerade. Alter. Bist du verrückt geworden? Alter. Von du rechnest halt einfach nicht mit der Scheiße. Oh, warn mich doch vor. Alter. Ich war schon vorher. Ja, auch wieder war. Eieiei. Weiß ich, hat's mir hier gerade so gemütlich gemacht, ne? Denk mir so, ach ja. Entspannen. Genießen. Und dann kommt das Viech da an. Also, der T-Rex da. Da bist du ja wieder. Warst du erfolgreich? Sag mal, was ist denn das für ein erbärmlicher Gestank? Was? Ein denaturierter Kristall. Der sieht sehr vielversprechend aus. Mein Glückwunsch. Aber was ist denn das für ein Schleim, der da dran klebt? Jetzt weiß ich, was hier so stinkt. Das muss der Speicher in Springern sein. Das ist das Glück im Unglück, will ich meinen. Denn der zähe Schleim hat den Kristall geschützt, sodass du auch ohne einen speziellen Behälter ausgekommen bist. Nun will ich mir mal die Nase zukneifen und den Kristall näher inspizieren. Puh, ja, damit kannst du das Element vorher manipulieren. Nein, schon gut. Kleiner Scherz. Der Kristall enthält eine hohe Konzentration des Elements Eis, das gemäß der Elementarlehre großen Einfluss auf das Element Wind ausübt. Das ist also genau der Kristall, den du gesucht hast. Herzlichen Glückwunsch. Wie fies ist der Tisch? No. So. Okay. Aufrüstung der Enterprise. Ich hab's bald. Bin bei Garuda.
Oh, Verzeihung, ich wollte deinen Kristall nicht für mich beanspruchen. Er ist nur so faszinierend. Ich hasse ihn zurück. Professor Lamberton hat mir geschrieben, dass ein gewisser Marquess am Luftschifflandeplatz in Gridania auf dich wartet. Und auf dich und den Kristall wartet. Bisher hast du mir verschwiegen, was du mit dem Kristall genau vorhast. Angesichts der Gefahren, die du dafür überwunden hast, muss es etwas sehr Wichtiges sein. Allzu viel möchte ich über dein Vorhaben lieber gar nicht wissen. Sonst werde ich nachher noch in Angelegenheit verwickelt, die meinen Horizont übersteigen. Konzentriere mich lieber auf meine Forschung. Jo, dann tue ich jetzt auch mal die Füße vom Tisch. Ich hatte tatsächlich unterm Tisch auf der Ablage. So. Das wird unbequem. Wird dezent unbequem. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Achso, da muss ich hin. Luftschifflandeplatz. Okay. Ja, gut. Okay. Ist ja in Ordnung. Hätte ja sein können, dass du mich meinst. Ich habe mich nämlich erstmal gewundert und dachte, okay. Also ich hab irgendwie gerade nicht geschaltet. Sehr gegrüßt, meine Dame. Möchtest du den Landebereich betreten? Ja. Lasst mich hin. Lasst mich durch. Okay, that's it. Den muss ich gleich nicht mehr lesen. Die Reparatur und der Umbau der Enterprise sind fast abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der denaturierte Kristall. Perfekt, damit haben wir alles, was wir brauchen. Ich muss nur noch ein paar Tests durchführen, um auf Nummer sicher zu gehen. Bin zuversichtlich, dass die Enterprise mit dem denaturierten Kristall in der Lage sein wird, den Sturm unbeschadet zu durchfliegen. Selbst die von Garuda geschaffene magische Sturmbarriere. Schon bald wird sich die Enterprise wieder in die Lüfte erheben. Diesmal stärker und windiger als jemals zuvor. Endlich bin ich wieder in meinem Element. Nett. Freut mich. Wieso müssen wir anderen leiden? Oh. Passt doch alles sehr schön. Das sollte funktionieren. Ich habe deinen denaturierten Kristall in einen Elementarumwandler eingebaut. Wir werden die Windmauer Garudas mit dem Kristall aus Gridania ins Element Eis überführen. Laut dem Wissen von Lamator und seinen Schülern sowie meinem Versuchen sollte das zu dem gewünschten Effekt führen. Versuche sind natürlich keine Garantie, aber es gibt nur einen Weg, es hundertprozentig herauszufinden. Wir fliegen in das Auge des Sturms. Eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt müssen wir den Wandler nur noch ins Schiff einbauen. Es ist schon seltsam, ich erinnere mich an so gut wie nichts, aber diese Handgriffe beherrsche ich immer noch wie im Schlaf. Bin eben doch zum Techniker geboren und nicht zum Totengräber. Fang da mal an. Die Enterprise wird nicht viel zu erkennen sein. Garudas Windwand gehört auch ein elementarer Tapetenwechsel verpasst. Huch. So, Mist. Das sollte halten. Nee. Jetzt. Das also ist die legendäre Enterprise. Wir müssen ins nördliche Körtas. Garudas Altar liegt beim tosenden Auge. Also dann, Abflug!
Ich habe dieses Schiff gesteuert. Mit meinen eigenen Händen. Mit ein paar Draufgängern an Bord. Solchen wie dir. Seit wann habe ich eigentlich diese schräge Brille? Oh, als Kind habe ich mich ja noch fein rausgeputzt. Ein richtiges Engelchen. Und ein Wunderkind. Ja, nur da habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt. Als Galear wurde ich geboren und als Galear erzogen. Ich lernte Magitek, Maschinenbau, wie mein Vater, und wurde Ingenieur, wie er. Wann war es, als wir aufhörten, miteinander zu sprechen? Wohl damals. Als du in das Projekt Meteor hineingezogen worden bist. Was macht es? Er war an deiner Stelle für mich da. Aber er war um nichts besser. Ein Narr, dem sein Ehrgeiz jeden Skrupel genommen hatte. Besessen von der Gier nach Macht. Und ich rannte vor Gaius davon, nach Eosea, und baute hier die Metallwerke auf. Jetzt erinnere ich mich, wie alles begann. Wie ich mit den Abenteurern gemeinsam kämpfte gegen dein Projekt Meteor, das dich zugrunde gerichtet hat, Vater. Unsere Kunst dient der Freiheit, nicht der Unterdrückung. Das wollte ich zeigen, Vater, dass es noch einen anderen Weg gibt. Die neue Ausrüstung war das sichtbare Zeichen für meinen Entschluss.
dass ich diesen Wind, diesen Himmel vergessen hatte. Der Lichtschein, den ich vorhin gesehen habe, der kam von dir, nicht wahr? Alle Galliar haben ein drittes Auge auf der Stirn, weißt du? Vielleicht hat mir ja das auf die Sprünge geholfen. Oder es war einfach Zeit, sich zu erinnern. Dieses Schiff wurde dafür gemacht, um Helden wie dich an die Front zu bringen. Ich war nie stolzer, die Enterprise mein Schiff zu nennen. Sid, du erinnerst dich an all das? Alfino, ich habe lange gebraucht. Aber jetzt weiß ich alles wieder. Ich bin Sid Garland, der Chefingenieur der Garland Metallwerke. Auf geht's. Lassen wir die Windbraut nicht warten. Yay! Was so viel Spaß macht.